Seattle im US-Bundesstaat Washington 1996. Eine Lehrerin missbraucht ihren Schüler. Sie ist 34, er 12 Jahre alt. Ein Fall, der die amerikanische Gesellschaft erschüttert. Die Menschen hatten schon davon gehört, dass Lehrer Schülerinnen missbrauchen. Doch in diesem Fall war es eine Lehrerin, die einen Jungen missbrauchte. Deswegen hat diese Geschichte sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Es folgen zwei gemeinsame Kinder, eine Hochzeit. Und bis zuletzt zeigt die Lehrerin weder Schuldbewusstsein noch Reue. I don't look at life that way. I do my best. Was steckt hinter diesem Missbrauch durch eine Frau? Juni 1996. Auf dem Parkplatz einer Schule in Seattle fällt der Polizei ein Minivan auf. Es ist mitten in der Nacht, als ein Officer die Autotür öffnet. Darin sehen sie die damals 34-jährige Lehrerin Mary Kay Letourneau. Sie huscht vom Rücksitz nach vorne, außerdem dabei ihr 12-jähriger Schüler Willi. Schon mit 8 Jahren hat Letourneau Willi unterrichtet. Den Jungen, der mit 3 Geschwistern bei seiner alleinerziehenden Mutter aufwächst, die mehrere Jobs hat. Er sehnt sich also nach Zuwendung und Aufmerksamkeit durch eine mütterliche Figur. Und Mary Kay weiß als Mutter und als Lehrerin sehr genau, wie sie die Emotionen eines Kindes manipulieren kann und wie sie dieses Kind dazu bringen kann, sie zu mögen. Was die beiden wirklich miteinander haben, erfahren Polizei und Öffentlichkeit erst ein halbes Jahr später. Mary Kays Ehemann findet Briefe der beiden, sein Cousin erstattet Anzeige gegen die Lehrerin wegen sexuellen Missbrauchs. Am Morgen des 26. Februar befragt die Polizei Willi Fualau. Am Nachmittag desselben Tages wird Mary Kay Letourneau festgenommen. Mary Kay Letourneau hat ein Verhalten gezeigt, das wir Grooming nennen. Sie hat das Kind im Vorfeld des sexuellen Missbrauchs manipuliert, indem sie sich ein bedürftiges Kind suchte, diesem immer mehr Zuwendung gab und Sonderzeit nur für dieses Kind und diesem Kind auch das Gefühl gab, etwas ganz Besonderes zu sein. Und daraus auch resultierend das gemeinsame Geheimnis. Und sie hat emotionale Grenzen und dann auch immer mehr sexuelle Grenzen des Kindes überschritten. Der Verhaftung folgt die Anklage. Der Prozess wird immer wieder verschoben. Es wird bekannt, Letourneau ist schwanger. Der Vater ist ihr Schüler Willi. Wenige Monate später kommt das Kind zur Welt, wird von Willis Mutter aufgenommen und versorgt. Die Presse bohrt sich in die Leben der beiden, berichtet umfassend zum Prozess. It was wrong. And I am sorry. I give you my word that it will not happen again. Vor Gericht hat Mary Kay Letourneau tränenreich erklärt, dass es falsch war, was sie getan hat. Allerdings hat sie das getan, weil ihr Anwalt ihr intensiv dazu geraten hat, es so zu sagen. Und er hat gesagt, dass er mehrfach ihr erklärt hat, warum ihre Handlung falsch war und dass sie nicht in der Lage war, es einzusehen, weil sie immer wieder sagte, aber es war doch wahre Liebe. Und das kann doch kein Verbrechen sein. Dementsprechend war sie damals nicht in der Lage zu verstehen in der Tiefe, dass ihr Verhalten wirklich falsch war. Das Gericht urteilt mild, erkennt ihre Reue an. Letourneau muss 80 Tage ins Gefängnis. Außerdem soll sie eine 3-jährige Therapie für SexualstraftäterInnen machen und bekommt ein lebenslanges Kontaktverbot zu ihrem Schüler Willi. Doch nachdem Mary Letourneau ihre Haftstrafe verbüßt hat, dauert es nur wenige Stunden, bis sie Willi wieder trifft, trotz Kontaktverbot. Ihr Verhalten zeigt, dass sie das Geständnis vor Gericht und auch die Aussage, sie habe verstanden, etwas Falsches getan zu haben, dass sie das nicht wirklich ernst meinte. Ein typisches Phänomen bei Menschen, die Kinder sexuell missbrauchen, ist nämlich, dass sie glauben, es sei eigentlich nicht falsch, was sie täten. Das nennen wir kognitive Verzerrungen, eine Selbstrechtfertigung. Und sie glaubte immer noch, dass das Kind entscheiden könne, was es tut, obwohl sie das Kind derartig emotional abhängig gemacht hat, dass es überhaupt nicht mehr in der Lage war zu verstehen, was diese Frau mit ihm tut. Nur einen Monat nach der Entlassung holt Letourneau Willi Fualau wieder mit dem Auto ab, fährt mit ihm zu einem Kino. Um 3 Uhr am Morgen fällt einem Wachmann das Auto mit den beschlagenen Scheiben auf. Im Auto stellt die Polizei gepackte Koffer, die Pässe der beiden und auch 6.200 US-Dollar sicher. Das wird als Vorbereitung einer gemeinsamen Flucht gewertet. Dass Mary Kay Letourneau an dieser Stelle etwas tut, wovon sie weiß, dass es auch strafrechtlich für sie schwerwiegende Konsequenzen haben wird.
belegt, dass sie derartig an ihren eigenen Rechtfertigungen festhält an dieser Stelle, an den sogenannten kognitiven Verzerrungen. Sie so überzeugt davon ist, im Recht zu sein mit dem, was sie tut und glaubt, nichts Falsches zu tun und dieses Kind nicht zu schädigen, dass sie derartig unverblümt immer weitermacht. Diesmal geht alles ganz schnell. Schon 4 Tage nach der Verhaftung spricht das Gericht die Höchststrafe für die Vergewaltigung Minderjähriger aus. Mary Kay Letourneau wird die nächsten 7,5 Jahre im Gefängnis verbringen. These violations are extraordinarily egregious and profoundly disturbing. Und wieder ist Mary Kay schwanger. Im Gefängnis kommt noch ein Mädchen zur Welt. Auch sie wird von Willis Mutter aufgenommen. Während der 2. Haftstrafe wird Letourneau von ihrem Ehemann geschieden. Der Fall rückt danach aus dem Fokus der Presse. Doch in der Öffentlichkeit ist die Meinung gespalten. Kann das nicht vielleicht trotz allem eine romantische Story aus dem Leben sein? Nach dem Motto, wo die Liebe hinfällt? Das Problem ist, dass es gesellschaftliche Fehlannahmen gibt, wie dass kleine Jungen sich wünschen würden, von Frauen missbraucht zu werden, oder dass es kleinen Jungen nicht schaden würde, von Frauen missbraucht zu werden. Und diese gravierenden, fürchterlichen Fehlannahmen sind einerseits der Grund dafür, warum solche Debatten überhaupt entstehen. Und leider hat Mary Kay Letourneau genau solche Fehlannahmen genutzt, um ihre völlig verzerrte und falsche Wahrnehmung ihrer Taten auch noch in die Öffentlichkeit zu tragen. Nach 7 Jahren Haft kommt Mary Kay Letourneau frei. Willi ist volljährig und beantragt die Aufhebung des Kontaktverbots. Ab jetzt kann ihn rechtlich niemand mehr im Weg stehen. Im Mai 2005 die Hochzeit. I now pronounce you husband and wife. Das Ehepaar Fualau. Aufgrund der Heirat entstand bei einigen Menschen die Fehlannahme, dass dies ja belegen würde. Alles, was die Frau vorher mit dem Kind getan habe, sei ja möglicherweise gar nicht falsch. Und das ist eine ganz gravierende Fehlannahme. Man muss sich vergegenwärtigen, dass dieser Junge, der aus einem Haushalt kam, in dem er nicht viel Zuwendung bekam, von dieser Frau seit seiner frühen Kindheit kontinuierlich manipuliert und abhängig gemacht wurde. Und sie hat die Kontrolle selbst aus dem Gefängnis immer weiter über Briefe und weiteren Kontakt ausgeübt. Er ist aus der emotionalen Abhängigkeit also niemals rausgekommen und sie hat ihre Kontrolle immer weiter ausgeübt. Auch medial wird das Bild des Missbrauchs weiter verzerrt. Im Jahr 2012 erscheint Adam Sandlers Komödie Chaos Dad. In der Eingangsszene wird der Missbrauch einer Lehrerin an ihrem Schüler als Grundlage für eine zweifelhafte Komik benutzt, das Opfer als Held inszeniert. Dass eine Komödie auf dem sexuellen Missbrauch eines Kindes basiert, ist aus meiner Sicht ein Ausdruck des tiefgreifenden gesellschaftlichen Problems, dass Menschen Missbrauch durch Frauen an Jungen komplett anders wahrnehmen als im umgekehrten Fall. Man stelle sich bitte vor, jemand würde eine Komödie produzieren mit einem 12-jährigen Mädchen, das von ihrem Lehrer missbraucht wird. Jeder würde sofort erkennen, wie falsch das ist. In einem Interview mit 7 News Spotlight wird Willi gefragt, wie er mit 8 Jahren Mary Kay kennengelernt hat. Und wieder übernimmt sie die Antwort für ihn. What you said to me is like, yeah, we'd hide in the closet and we'd hope you'd walk past so we could look under your skirt. I'm like, what the heck? Was sie hier sagt, ist typisch für Menschen, die Minderjährige missbrauchen. Diese sagen häufig, das Kind war neugierig, das Kind hatte sexuelles Interesse. Sie schieben die komplette Verantwortung für sexualisiertes Verhalten diesem Kind zu und damit tun sie so, als hätte das Kind die Kontrolle. Und in diesem falschen Narrativ verblieb Mary Kay Letourneau ihr ganzes Leben. Who was the boss? What? Who was the boss back then? Just say. Just say. Who was the boss? Who was the boss? Who? 2017 wird bekannt, dass er die Scheidung von ihr beantragt. Frau Fualau lässt von ihrem Anwalt nur verbreiten, er sei noch immer ihre große Liebe. Diese 14 Ehejahre sind keineswegs ein Beleg dafür, dass die Geschichte irgendwie gut ausgegangen wäre. Für mich sind sie ein Beleg dafür, dass dieser Mann niemals aus der Abhängigkeit gegenüber der Frau, die ihn sexuell missbraucht hat als Kind, herausgekommen ist. Er hat Alkohol- und Drogenprobleme entwickelt. Es gab eine belastete Ehe, es gab eine Trennung und dennoch hat er sie bis zu ihrem Tod gepflegt.
Das zeigt für mich eine Ambivalenz, die sich aus langjährigem sexuellem Missbrauch ergeben kann. Hat Willi selbst je erkannt, dass er missbraucht wurde? Als er gefragt wurde, wie er ihr Verhalten bewertet, sagte er interessanterweise, dass er nun ungefähr in dem Alter sei, in dem sie war, als sie anfing, ihn zu missbrauchen, und dass er sich überhaupt nicht vorstellen könne, eine sexuelle Aktivität mit einem kleinen Mädchen in diesem Alter durchzuführen. Das bedeutet, ihm war zu diesem Zeitpunkt schon bewusst, wie falsch ihr Verhalten war, und gleichzeitig ist er aus der Beziehung trotzdem niemals komplett rausgekommen, bis zu ihrem Tod nicht. 2019 sind die beiden dann offiziell geschieden. Im Juli 2020 stirbt Mary Kay Letourneau an Darmkrebs. Noch einmal taucht der Fall in allen Medien auf. Wird er 22 Jahre später anders bewertet als zu dem Zeitpunkt, als alles begann? Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft wird sexueller Missbrauch deutlich häufiger von männlichen Personen begangen als von weiblichen. Doch Frauen, die sexuell missbrauchen, haben eine sehr große Chance, damit durchzukommen und niemals angezeigt zu werden. Wenn ich mit hauptsächlich männlichen Sexualstraftätern über ihre Sexualentwicklung spreche, haben wir immer wieder Geschichten, in denen diese schildern, dass sie sexuelle Übergriffe durch Frauen erlebten. Sie schildern dann eine Situation und sagen, das war peinlich, das war eklig, da denke ich nicht gern dran zurück. Wenn ich aber sage, das war sexueller Missbrauch, dann wundern sie sich häufig und sagen, aber das war doch eine Frau. So als könnte eine Frau Missbrauch nicht begehen. Das heißt, die Situationen werden sogar falsch interpretiert. Und genau hieran muss sich etwas ändern. Es muss gesellschaftlich klar sein, dass dieselbe Handlung, egal ob von einer männlichen oder weiblichen Person begangen, Missbrauch ist. Zuletzt tauchten Neuigkeiten über Willi Fualau im September 2021 auf. Er wurde wegen Fahrens unter Drogeneinfluss kurzfristig festgenommen. Falls du Hilfe brauchst, weil du beispielsweise von sexualisierter Gewalt betroffen bist, haben wir dir Beratungsstellen in der Videodescription aufgelistet. Hier kannst du noch ein Video von uns schauen. Und schau auch gerne bei Reporter vorbei. Dort geht es darum, was man tun kann, wenn man als Kind im Internet belästigt wird.